Der Iran hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt. Die Revolutionsgarden beschlagnahmten den Tanker demnach am Sonntag in der Nähe der Straße von Hormus, südlich der iranischen Insel Lark. Als Grund wurde der Verdacht auf illegalen Ölhandel genannt. Laut Medienberichten sind die 12 ausländischen Crewmitglieder verhaftet worden.